Aber du wirst, aber du machst die Badezimmertür nicht zu, oder? Nee, nee, ich muss die Jacke aber ausziehen, es raschelt zu doll. Ernsthaft. So. Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Wahrheit und Moral mit einer Sonderausgabe aus dem südschwedischen Schonen Stadt Malmö. Hallo, mein Name ist Dennis und das ist Renke. Renke steht im Bad. Was machst du im Bad? Ich creme mich gerade mit meiner Tagescreme ein. Meine Tagescreme hat leichten UV-Schutz. Das soll einfach Faltenbildung vorbeugen. Im Alter. Ja, so. Heute gecremt, morgen nicht geglättet. Das ist das... Das ist die Devise. So, und jetzt habe ich das oben, siehst du? Ja. Oben eingecremt. Jetzt könnte ich auch unten cremen, aber da ist Bart. Ja. Das ist natürlich scheiße, da die ganze Kacke im Bart hängen. Unterm Bart, da wird sowieso ein bisschen Sonnenstrahlung rausgefiltert. Da schmier ich mich jetzt einfach nur mit Öl ein. Da gibt es zwei Varianten. Ich habe so ein Bartöl. Ich habe ewig nicht begriffen, was Bartöl sein soll. Und dachte immer, ich brauche Bartöl für meinen Bart. Aber in Wirklichkeit ist es für die Haut unter dem Bart. Also auch. Und entweder gibt's das oder das Gute, wenn das nicht zur Verfügung steht. Oh, das habe ich letztens im DM gesehen, das kostet doch irgendwie 4 oder 5 Euro. Ja. Wir haben zu Hause ein ähnliches Öl, ja, das ich normalerweise auch benutzen darf, ja, aber nicht zu viele Tropfen. Ja. Das ist nämlich das gute, ökologisch angebaute und vertriebene Superhanföl. Ja. Das ist ganz besonders, weil das nämlich irgendwie die Haut einschmiert, aber nicht zu sehr fettet und gleichzeitig wasserdurchlässig. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist irgendwie gut. Ja, und teuer. Und eine noch kleinere Flasche kostet 30 Euro. Deshalb darf ich davon auch nur wenig auftragen. Das schmier ich mir jetzt, das ist jetzt so meine Routine. Und das Outfit des Tages findet ihr denn auf unserem TikTok-Kanal. Dennis, warum sind wir denn hier? Wir gehen zum Fußball. Aha. Der erste FC Union Berlin aus Köpenick spielt auswärts in Malmö in der Europa League. Ja. Europapo. Gegen Malmö fortfolgende, habe ich gelesen. So, genau. Zum zweiten Mal, glaube ich, in der Vereinsgeschichte. Es gab schon mal ein internationales Freundschaftsspiel, 75 oder so. Habe ich letztens auf Twitter gesehen. Das mag sein. Wir sind jetzt im Hotel. Henke ist gerade angekommen. Ich bin schon seit gestern hier. Ja. Und wir machen uns gerade fertig. Genau, also ich habe mir jetzt einfach nur, also ich bin nachts losgefahren, schön mit der Fähre von Rostock nach Trelleborg und jetzt gerade nach Malmö. Und jetzt habe ich mir hier mal kurz mein Gesicht gewaschen und putze mir jetzt noch kurz die Zähne und dann hauen wir ab. Und wir werden, nimmst du das Ding mit? Nein. Wird dir abgenommen wahrscheinlich, ja, ne? Scheiße. Machen wir mit dem iPhone weiter. Heute Abend mit dem iPhone oder irgendwie so, wir melden uns später auf jeden Fall nochmal. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Sonderausgabe aus Malmö. Bis später. Na, wir sind jetzt drin. Achso, ja, ist hier eine Smoke-Free Arena. Ja, habe ich aufgenommen. Aber ohne zu viel zu verraten, Carsten raucht trotzdem. Ja, es wird sehr viel geraucht. Überraschenderweise. Wir sind drin, die Einlasssituation war sehr angenehm eigentlich. Ja, total. Ja. Ja, gut, aber du bist zu spät gekommen.
Wir waren halt auch früh da. Ja. Aber man muss sagen, es gibt hier Lightbier. Das okay ist. Also in Deutschland heißt es Lightbier, aber hier ist halt dieses Volksöl, wer ist das? Weiß ich noch nicht, Volksbier? Also von der Bild-Zeitung, weiß schon, Volksbier. Nee, es gibt ja dieses Bier unter einer bestimmten Prozentzahl, das man halt in Supermärkten kaufen kann. Ah. Was dann nicht in diesem komischen staatlichen Alkoholgeschäften verkauft wird. Und hier, also 3,5%? Ja, kann man machen. Ist halt mehr als dieses Bleibier in Deutschland. Ja. Es halt, schmeckt sehr malzig so, aber es ist okay. Ich habe eine Cola und wir hatten Popcorn. Du hattest Popcorn? Ja. Und hast mir die Hälfte gegeben, es wird gerade noch mehr Popcorn gereicht. Ja. Salziges Popcorn, also mit einer Butternote. Finde ich gut. Ja. Aber schmeckt alles halt leider so ein bisschen so, als wäre es erst schon gemacht worden. Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben. Also ist ein bisschen kalt. So. Okay. Ihr müsst jetzt dann ein bisschen lauter. Ich glaube, wir melden uns, weiß ich nicht, vielleicht nochmal später wieder. Und dann ist da hinten, wenn gerade so ein Banner hochgezogen. Aber das sieht eher so aus, als würden die Malmöer Fans da unter Pyrotechnik verstecken. Die Halbzeit, Herr Mohart, wie steht's denn? 0-0. Warum? Weil wir nicht gut in der Chancenverwertung waren bisher. Also ich hatte das Gefühl, es gab kaum Chancen, aber das könnte auch daran liegen, dass ich wenig gesehen habe wegen der Fahne vor mir. Ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir 6 Reihen vorher gewesen. Ja, ich möchte es nochmal vernünftig auch. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir 5-6 Reihen weiter unten gewesen. Was man ja aber nicht wollte, weil man Angst hatte, dass dann die Fahnen in der Fresse hängen. Ja, da hätten wir halt gesehen, oder? Oder? Ich glaube nicht. 5 Reihen vorher kennst du direkt vor der Fahne. Na gut, aber sagen wir 7 oder 8. Aha. Ja. Moving Goalpost. Klassische rechte Diskurstaktik. Aber als wir hier im Block waren, war hier noch alles frei. Wir hätten unten an den Zaun gehen können. Ja. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja, aber da hätten wir halt keine Fahne vom Gesicht gehabt. Ja. Und wessen Schuld war das? Nicht meine. Nee, sondern wir nennen doch mal Namen hier jetzt. Sag ich. Ost und Reiter. Der macht die alle fertig. Ja, so, genau. Hobby was. Ja, Grüße. So, mal schauen, was die nächste Halbzeit bringt. Also 3-4 Tore Union. Ja, definitiv. Bis gleich. Dennis, wie war das Spiel? Wir haben gewonnen, aber es war bitter. Erzähl, wie, was heißt das bitter? Naja, nachdem wir uns das letzte Mal gemeldet hatten, ja. Wir haben uns in der Halbzeitpause ja, aus dem Stadion gemeldet, sind ein paar Vorkommnisse passiert. Sind plötzlich flogen Raketen aus unserem Block. Das knallte sehr laut. Und dann wurde das Spiel unterbrochen für, weiß nicht, 15 bis 20 Minuten. Ich glaube, also Kicker hat geschrieben 12 Minuten oder so. Mir kam es auch länger vor. Mir kam es auch deutlich länger vor. Es gab wenig Informationen. Am Ende kam Christian Arbeck und hat nochmal aufgefordert, dass wir es hier gemeinsam nur schaffen. Ja, lief doof tatsächlich. Es gab auch eine komische Stimmung dann im Blog. Ja, das war total eigen. Also, ja. Also das, was ich zuerst wahrgenommen habe, war, dass aus unserem Block eine Rakete aufs Feld geflogen ist. Mehrere. Ja, so. Ja, genau. Und dann habe ich aber später die Nachricht bekommen, ja, aber vorher sei wohl irgendwie ein Sitz von oben nach runtergeschmissen worden. Man muss sich das in Malmö so vorstellen, dass der Gästeblock, wenn er nicht erweitert wird, was Malmö nicht wollte, nur unten ist und im Oberrang stehen quasi Heimzuschauer über den Gästen. Und angeblich sei von da was rübergeflogen und dann gab es eine Rakete aufs Feld. Also es irgendwie hat überhaupt keinen Sinn gemacht auch. Jedenfalls, was wir gesehen haben, ist, dass Raketen aufs Feld geflogen sind. Und dann gab es auch von woanders eine Rakete. Und dann war erstmal Ruhe. Dann wurde das Spiel unterbrochen, dann war weg. Und ja. Im Nachhinein gab es dann so ein bisschen Meldungen, müssen wir jetzt an der Stelle nicht wiedergeben.
es gibt auch ein Statement von Dirk Zingler, das er gegeben hat, dass glaube ich Hinweise drauf gibt, was da wohl vorgefallen sein könnte. Ja. Am Ende haben wir dann trotzdem unterlegen. Also nee, wir haben gewonnen, aber ja, halt mit einem Mann weniger auf dem Feld. Genau. Andreas Schäfer. Ja. Ist mit Rot vom Feld gestellt worden. Ist mir erst aufgefallen, als die längere Unterbrechung war. Hab ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe das Foul mitbekommen, aber ich dachte, na gut, das ist ein Foul. Und es ist mir jetzt auch egal, ob es jetzt gelb oder ja, oder nicht gelb ist. Und dann habe ich das... war aber rot. Ja, am Ende hat Union, glaube in der Anfangszeit war es ein bisschen schwächer, aber am Ende hat es nochmal rausgepowert. Es war richtig gut. Ich glaube, es hat noch den einen oder anderen jetzt mal versöhnt mit dem Abend, dieser Sieg. Aber auch ein geiler Pass von Robin Knoche auf Schalke Becker. Ja. Der dann einfach mit seinem Antritt vorne weggerannt ist und dann war der einfach einen ja, halben bis dreiviertel Schritt vor den Gegenspielern und hat dann einfach das Tor ausgeguckt. Ja. So. Ganz, ganz cool gemacht. Ja, einfach geil. So. Aber es hat irgendwie, also ich habe mich schon gefreut, auch nach dem Abpfiff, weil es jetzt der erste Sieg in der Europa League war und es gibt ja extra Geld und ja, nochmal die Chance gewahrt, auch vielleicht weiterkommen in der Europa League oder aber zumindest in der Conference League Abstieg ja, in die Conference League, aber nicht komplett rausfliegen so aus Europa. Aber richtig geil fand ich es nicht, weil das halt echt diese 12 Minuten Ungewissheit oder dann für uns gefühlt 20 Minuten Ungewissheit waren halt echt nicht geil. Ja. Und ich glaube, kann man ja alles nachlesen, wer dann was da wo wie provoziert hat und auch gemacht hat und auf wessen Einladung wer wo war. Aber der Punkt ist, das kam halt von uns einfach aus dem Block und aus der Kurve und ja, da muss man halt auch die Verantwortung übernehmen. Und mich hat ich fand ein bisschen doof, dass es halt echt viele gab um uns herum, die halt sofort reflexartig gesagt haben, ja, nee, das können wir ja gar nicht gewesen sein. Das muss ja irgendwie so eine False-Flag-Aktion gewesen sein oder irgendwas anderes. Und vielleicht ist am Ende auch in der Theorie gar nicht so wenig dran, wie ich im ersten Moment gedacht habe, aber es ist trotzdem aus unserem Block und wir sollten halt... Genau, ja. Wir müssen unsere Kontrolle über unsere Kurve behalten. Ja, genau. So der erste Reflex sollte immer sein, was ist da passiert? Ja. Es kam von uns, wir tragen die Verantwortung und jetzt räumen wir auf oder ja, klären das auf oder so, aber nicht sofort so, nee, mit uns hat das nichts zu tun. Und das fand ich echt ein bisschen, das fand ich wirklich echt ein bisschen beschämend, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, die nächsten Tage werden wir nochmal mehr Aufklärung bringen. Das ist aber an der Stelle eh der falsche Ort dafür. Wir gehen jetzt für 106 an die Bar. Und ja, man muss hier Sex gegen Geld tauschen. Ja. Also 106 gegen Bier, Entschuldigung. 100, ja. Ein Bier kostet, also nehmen, da wollen die 106 für. Ja. Da muss das eine oder andere Ehepaar schon ein paar Jahre für schuften. Morgen, dann gehen wir übrigens ins Bett. Dann werden wir uns, aber morgen gehen wir nochmal in einen schwedischen Hypermarkt. Ja, geil. Da freue ich mich schon drauf. Und ihr dürft dabei sein. Das ist quasi wie Kaufland, nur in Größe. Und in Schweden. Und in Schweden. Und man darf nur mit Kreditkarte bezahlen, weil... Nee, du kannst da auch mit schwedischen Sex bezahlen, aber... Ich kann auch mit EC-Karte bezahlen, aber ja, das ist zu teuer. Ach so. Der Wechselkurs. Ja. Aber du kannst da auf das Laufband Sex packen. Bis morgen. Tschüss. So, wir waren gerade einkaufen. Es ist der nächste Morgen, by the way. Ja, bei Maxi ICA... Genau, ICA ist die, ICA ist die Kette und Maxi ist halt ein Hyperstore. Achso, okay, ja. Wir sind gerade so ein Platz, so ein Neubauviertel halt hier. Hier ist einmal so eine Apotheke, ein Restaurant, hier ist irgendwie ein paar Wohnhäuser, hier ist so ein bisschen, wir würden gerade über Volumen verkauft. Und der staatliche Schnapsladen. Und der staatliche Schnapsladen und der Systembolag. Bolagit. Der staatliche Schnapsladen halt. Ja. Weil im Supermarkt gab es nur bis 3,5%. Ich fand's komplett, genau, dieses Volksöl oder wie es. Ja, es heißt wirklich Volksöl, ich hab's gestern mal nachgeguckt. Genau. Also ich hab hier ein paar Sachen jetzt gekauft, so,
Also erstmal muss man sagen, wahnsinnig gut organisiert. Sieht sehr, sehr schön aus. Alles schön aufgereiht. Auch klug gemacht. Tuben hängen von oben nach unten. Milch wird von hinten in die Kühlregale nachgeräumt. Also alles das, was man sich wünschen würde, dass es auch in Deutschland passiert. Aber nicht, also es ist irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, habe ich gerade drin schon zu dir gesagt, Dennis, das ist, sieht so aus, die leben hier die Realität, was das deutsche Stereotyp ist. So, es ist ja alles sehr schön clean und aufgeräumt und funktional und macht Sinn. Ja. Aber auch die Auswahl, so viele Knäckebrot, so viele verschiedene Sorten, die Käseauswahl war einfach absurd. Wir hatten einfach so einfach ein Quadratmeter Regalfläche an Parmesansorten. Wir leben so rückständig in diesem Land bei uns. Es ist alles, ich habe jetzt gerade noch hier auf den Kassenbon geguckt, es ist alles so ein bisschen teurer als in Deutschland, aber jetzt nicht übertrieben teuer, muss ich mal sagen. Was haben wir denn hier Schönes, dass man so rausgreifen kann? Wie so eine Flasche Cola, so eine schwedische Cola gekauft. Anderthalb Liter für 15,50. Ja. Das sind dann umgerechnet irgendwie etwas unter 1,50 €. Ja. Also das ist halt okay. Alles leicht über uns, aber nicht so krass alles. Genau. Und ich habe Jülmüst gekauft, was so eine Art, muss viel schneiden, glaube ich. Wir haben Jülmüst gekauft, Dennis. Das ist so eine Art Malzbier oder so. Ich weiß nicht, was zum Ende des Jahres verkauft wird. Und zu Ostern. Sehr interessant. Ja, aber da heißt es dann irgendwie anders. Ach so. Ist auch ein bisschen anders. Aber genau. Hier ist, vor uns ist ein Vogel, der uns gerade ein bisschen... So ein kleiner Rabe, oder? Ja, ist ein bisschen aufdringlich, der Kollege. Ich fütter dich aber nicht. Sehr needy hier. Ja. So, das ist mir gekackt gerade vor allem. Eine Flasche Wasser, 1,5 Liter für halt. Das guck ja dich an. 7,97. Du bist ja gemein. Also alles ein bisschen teurer, aber nicht übertrieben teuer. Und insgesamt eine sehr gute Kaufexperience. Ja. Sehr weiter zu empfehlen. Besser als, selbst besser als mein Pankower Kaufland. So, und wo du jetzt ein paar Minuten vor Raum standst mit deiner Schaufel war, die Süßigkeiten auf Gewicht-Sektion. Oh ja. So viel Auswahl. So verschiedenes Auswahl. Also klar, die klassischen halt Lakritz und Weingummi und andere Gummizeug. Bisschen Schokolade. Aber auch, weiß nicht, Nutella in so kleinen Behältern und Schokoriegel abgepackte. Alles zum Einheitspreis, weil das ist der Sozialismus. Genau. Sehr, sehr cool. Also ich meine, das kennt man ja so ein bisschen von Ikea vielleicht, aber das haben die hier halt in größer und frischer. Weil wenn du bei Ikea so bestimmte Sachen, die ich jetzt auch gekauft habe, so bestimmte Bonbons gekauft, dann sind die oft schon so trocken und angetrocknet und hart, obwohl die eigentlich in der Realität ziemlich weich sind. Ja. Außerdem haben wir Knäckebrot gekauft, weil wir wurden im Knäckebrotregal von einer netten Frau angesprochen, die sah das oder hörte, dass wir Deutsch sprachen und es dann Empfehlung gab, so ein Knäckebrot tatsächlich. Und wir haben jetzt eine Packung jeweils Falu von Vasa. Das habe ich noch nie in Deutschland gesehen. Ich meine, das gibt's aber. Das ist, gibt es irgendwie. Das heißt aber anders. Dieses Muster habe ich schon mal gesehen. Nicht das klassische Vasa-Muster, sondern als wenn man da mit so einem komischen, wie heißt denn das? Mit so einem komischen Roller durch ist. Ne? Und das andere war ein Rosen, so ein Radknäckebrot, wo sie meinte, that's expensive, but I'm old. Ja, genau. Das, ich habe gesagt, da habe ich sie gefragt, was sie denn immer so kauft. Und hat so in den Wagen reingelugt. Und hat gesagt, ich nehme immer das da, aber das ist das Teuerste. Aber das kaufe ich nur, weil ich alt bin. Habe ich dann aber auch noch mitgenommen. Ja. Sehr gespannt. Ja, ach Dennis, du hast einen Rubbellos gekauft. Genau, wir sind ja hier der einzige Fachpodcast für Glücksspiel. Und ich habe ein Rubbellos von Triss für 30 Kronen. Es gab noch andere Rubbellosgrößen. Die sind aber hier gar nicht so bunt, so wie bei uns. Ja. Also es ist einfach so Einheitsdesign. Es gibt hier irgendwie Chance till 100 Kronen. Okay, gucken wir mal. Probieren wir das doch auf. Brauchst du da zwei oder drei von? Das müssen wir jetzt rausfinden. Ich glaube drei wie immer, weil es ja neun sind. Ja, hier Tre, da steht es ja drauf. Und das ist damit eine Niete. Und was ist das da unten? Das, Ding das ist die Extra-Chancen. Okay, und die rubbeln das auf. Wie funktioniert das? Das wäre, wenn das ein Dieneres verfünffacht. Ah, okay. Aber das war jetzt eine Niete. Gut. Also ich habe jetzt 10.000 Klöver, was ist man? 90? Klöver, 530. 10.000, 1.030. Damit ist es eine Niete. Klöver?
Kennst du das nicht? Nee. Das ist ja witzig. Clover? Ja. Kennst du Clover? Nee. Nee, das ist scheinbar... Clover ist auch der Pladütsch. Das ist, ein Glücksblatt? Nein, das ist ein hier... Clover kennst du auch vielleicht. Das ist Cloverleaf. Nee. Nein, das ist Klee. Ach, Klee. Ein Glücksklee. Okay. Ja, das war hier Svenska Spiel. So. Man gewinnt, gibt es hier tatsächlich, wenn man 6 Mal bis zu 2,7 Millionen Sex. Das ist ganz schön viel Sex. Ja. Das war in Schweden. Ja, du gehst jetzt zum Bahnhof. Ja. Ich gehe noch irgendwie hier an der Promenade lang spazieren. Ja. Und dann fahre ich nachher wieder auf die Fähre und du fährst jetzt mit der Bahn. Richtig. Und dann hören wir uns in 2 Wochen. In 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.